Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen zum 124. Geburtstag von Karl Lutz, hier vor seinem Geburtshaus, das sein Vater 1884 gebaut hat. Besonders begrüße ich Herrn Regierungsrat Köbi Frey, die Altlandamänner Hans-Ueli Hohl und Hans Höhner, Kantonsratspräsident Beat Landolt, Kantonsräte Jürg Wickhardt und Hannes Friedli, Kirchenratspräsident der evangelisch-reformierten Landeskirche bei der Appenzell, Pfarrer Conny Bruderer, Clemens Wick, Präsident der Zentralkonferenz der katholischen Kirchgemeinden Appenzell-Ausserrhoden. Die Mitglieder des Gemeinderates, Gemeinderat Martin Engler Heiden, Uschi Frey, Präsidentin des katholischen Kirchenverwaltungsrates Walzenhausen, Pfarrer Klaus Stahlberger, evangelischer, und Pfarrer Eugen Wehrli, katholischer Pfarrer von Walzenhausen, Pfarrer Ueli Frey aus Fläsch von der methodistischen Kirche, Michael Weber, Präsident der Lehrerinnen und Lehrer unseres Kantons, Rolf Kellenberger, dem heutigen Besitzer dieses Hauses, und seine Angehörigen, die Nachbarschaft des Geburtshauses von Karl Lutz, die Verwandten von Karl Lutz, insbesondere seine Stieftochter Agnes Hirschi, München-Buchsee und erste Präsidentin der Karl-Lutz-Gesellschaft. Hans-Jörg Ritter, Präsident des Vereins Appenzeller Friedensstationen mit seinen Vorstandsmitgliedern. Andreas Schwendener, Präsident der christlich-jüdischen Arbeitsgemeinschaft St. Gallen, Ostschweiz. Vom Jüdischen Museum Hohenems, Frau Jutta Berger und der Direktor Hanno Löwy. Professor Johannes Gunzenreiner, Co-Leiter der Fachstelle Demokratie, Bildung und Menschenrechte der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Guido Seitz und seine Bläserinnen der Alphorn-Gruppe Seeblick Walzenhausen. Jörg Rummenacher von der Neuen Zürcher Zeitung, Paolo Tonina vom Tessiner Fernsehen und Sie alle, liebe Gäste vom Nah und Fern, die Sie zu meiner großen Überraschung so zahlreich gekommen sind. Liebe Agnes Hirschi, dass sich heute so viele Leute hier versammelt haben, ist deinem unermüdlichen Einsatz zu verdanken, dass Karl Lutz als herausragende Persönlichkeit unseres Landes wahrgenommen und in unsere Geschichtsbücher eingeht. Wir sind hier, um eine Gedenktafel für Karl Lutz zu enthüllen. Wir sind hier, um aus verschiedenen Perspektiven uns dieses eindrücklichen Menschen zu erinnern. In diesem Sinne begrüßt uns als Vertreterin des Gemeinderates Walzenhausen Gemeinderätin Elsbeth Diener. Bitte. Sehr geehrte Frau Hirschi, sehr geehrter Herr Regierungsrat Frey, sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident Landolt, liebe Gäste. Im Namen des Gemeinderates begrüße ich Sie ganz herzlich zu diesem Festanlass. Unser Gemeindepräsident Michael Litscher ist zurzeit im Ausland und lässt sich deshalb entschuldigen. Welch unvorstellbaren Mut hat Karl Lutz bewiesen mit seinen selbstlosen Rettungsaktionen während des Zweiten Weltkrieges in Ungarn, auch gegen Widerstände aus Bundesbern. Die Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg können sich diesen Mut wahrscheinlich kaum vorstellen. Ich bin in Sichtweite des Geburtshauses von Karl Lutz aufgewachsen. Und auch mein Vater, Jahrgang 1909, und seine Familie wohnten unweit dieses Hauses. So muss der junge Karl, meine Vorfahren, die während Generationen eine Schreinerei im Weiler Wielen da hinten führten, gekannt haben. Für meinen Vater jedenfalls war Karl Lutz ein wichtiger und ehrenwerter Bürger von Walzenhausen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass in unserer Familie immer mit großer Ehrfurcht von Karl Lutz gesprochen wurde. Leider habe ich es damals versäumt, meinen Vater zu fragen, ob er ihn persönlich gekannt hat. Auch wusste ich damals nicht, dass Karl Lutz in diesem Haus aufgewachsen ist. Mein Vater, Willi Kellenberger,
war gut befreundet mit dem damaligen Gemeindehauptmann Ernst Fitztum, der das Ehrenbürgerrecht für Karl Lutz 1963 initiierte. Er hat ihn bestimmt entsprechend unterstützt. Damit war der Gemeinderat Walzenhausen das erste schweizerische Gremium, welches die große humanitäre Leistung von Generalkonsul Karl Lutz noch zu seinen Lebzeiten erkannt und gewürdigt hat. Auf diesen Entscheid des damaligen Gemeinderates dürfen wir heute stolz sein. Vergingen doch noch Jahrzehnte, bis auch Kanton und Bund nachzogen. Gerne überbringe ich Ihnen die herzlichen Grüße unseres Gemeindepräsidenten Michael Litscher und meiner Kollegen im Gemeinderat. Wir danken Ihnen im Namen der Gemeinde Walzenhausen, dass Sie mithelfen, den Namen von Karl Lutz auch in Zukunft in Ehren zu halten. Besten Dank. Wir kommen zur Enthüllung der Gedenktafel. Die Tafel wurde in Anlehnung an die Tafel der Appenzeller Friedensstationen vom Grafiker Hannes Friedli gestaltet. Agnes Hirschi wird die Enthüllung vornehmen und anschließend von Erlebnissen von Karl Lutz in Walzenhausen berichten. Bitte, Agnes. Grandios. Ich bin ganz überwältigt, wirklich. Ich auch. Liebe Gäste, liebe Lutz-Familie, was lange währt, wird endlich gut. Es freut mich sehr, dass ich heute das Haus, wo mein Stiefvater, der Karl Lutz, aufgewachsen ist, darf die Gedenktafel enthüllen. Und erst noch an seinem Geburtstag am 30. März. Wie hätte er sich gefreut, wenn er das noch erlebt hätte? Ich möchte allen danken, die bei der Realisierung von diesem Projekt mitgewirkt haben. In erster Linie auch der Familie Kellenberger und am Adrian Keller, der sich so wunderbar für Karl Lutz einsetzt. Und ich möchte ihn gerne als ein kleines Zeichen von unserem Dank etwas übergeben. Darf ich Herrn Kellenberger und Herrn Keller herbitten? Das ist etwas Bernisches. Ja, danke. Man kann sich gut vorstellen, wie es in der Zeit, wie es lebhaft zugegangen ist in diesem Haus mit den 10 Kindern von der Grossfamilie Lutz. Wie mir mein Vater erzählt hat, haben die älteren Geschwister zu den Jüngeren geschaut. Zu ihm hat vor allem Emma, die ein paar Jahre älter war als er, geschaut. Für sie mich war das nachher Tante Emma. Und ich habe sie gut kennt. Er hat sie sogar nach Amerika geholt, weil er so an ihr gehangen ist. Und sie hat nachher in Bern in den 30er Jahren eine Wohnung eingerichtet für sie. Und sie ist immer 40 Jahre lang in dieser Wohnung geblieben. Und immer, wenn der Karl Lutz Ferien hatte, er war ja meistens im Ausland, ist er auch in die Berner Wohnung gekommen. Und in dieser Berner Wohnung ist er auch am 12. Februar 1975 verstorben. Gerade ein paar Tage, bevor er aus dieser Wohnung raus musste, weil das Haus abgerissen worden wäre.
Und ich bin ihm in seiner letzten Stunde. Er ist an einem Herzinfarkt sehr schnell, ein paar Stunden gestorben. Nur wenige Wochen nachdem der Karl Lutz meine Mutter geheiratet hat, das war im Jahr 1949, sind wir da raufgekommen mit ihm, weil er ist immer sehr gerne daher gekommen. Wir sind mit dem Auto, mit seinem Opel, nach Walzenhausen gefahren. Und er hat uns begeistert die wunderbare Aussicht da in Walzenhausen gezeigt. Die Weite von der Landschaft, wo, glaube ich, seinen Horizont ganz entschieden geprägt hat. Gemeinsam sind wir an seinen Lieblingsort auf die Meldegg spaziert. Ich erinnere mich noch gut an die saftigen Wiesen und an die wunderbaren Blumen. Ich war dann 11-jährig. Wir haben auf der Wiese picknicket und nachher durfte ich am Gras runterrollen. Das hat mir einen riesen Spass gemacht. Das ist wirklich eine sehr schöne Erinnerung für mich. Und er ist immer wieder daher zurückgekommen. Nach seiner Pensionierung hat ja Tante Emma eine Wohnung in St. Margrethe. Und von dort aus hat er natürlich jederzeit auch wieder da rauf können. Und von Bregenz aus, wo sein letzter Posten war, hat er ja auch sehr gut daher können. Das war auch mit der Grund, dass er Bregenz als sein letzter Posten gewählt hat. Er hat dann auch erzählt, als wir da beim Haus gestanden sind, wie die ganze Familie jeweils am Sonntag nach Rheineck runtergepilgert ist. Ein einstündiger Weg in die Methodistenkirche, wo der Vater vom Lutz, Biograf Chui, Predigt gehalten hat. Und die Mutter von meinem Vater, Ursula, war Sonntagsschullehrerin. Er war sehr stolz und glücklich, als am 1. August 1953 seine Heimatgemeinde Walzenhausen ihn zum Ehrenbürger ernannt hat. Das hat für ihn viel mehr bedeutet als alle anderen Ehrungen, die er sonst bekommen hat, weil er hier wirklich so verwurzelt war. Und eben seine Heimat war ihm sehr, sehr wichtig. Und nachher ist er ja auch noch an der Kirche, ist auch noch durch eine Tafel gekehrt worden im 78. Das hat er leider nicht erlebt. Er ist ja im 75. gestorben. Er war ein religiöser Mensch und ein Romantiker. Und er hat auch so Berichte verfasst über wichtige Lebensabschnitte. Und er hat auch einen Bericht verfasst über die Meldegg, der ihm so viel bedeutet hat und der ja von hier sehr gut erreichbar ist. Er hat in seinem Tagebuch geschrieben, das möchte ich euch nicht vorenthalten, vielleicht liegen mit mir die Kindheitserinnerungen an diese liebliche Gegend darum so tief im Gemüt, weil es eben an einem so schönen Maientag war, als ich erstmals den Schritt ins Leben tat, nämlich den Weg nach St. Margrethen zum Antritt meiner Lehre unter die Füße nahm. Als 15-jähriger Jüngling der Realschule und dem bösen, ungerechten Lehrer entronnen, schritt ich damals schweren Herzens zwischen üppig blühenden Obstbäumen und blumenübersäten Wiesen, dann durch den von Vogelsang erfüllten Frühling St. Margrethen zu, wo ich dann 3 Jahre später den Weg nach Amerika antrat. Er schildert ausführlich den Weg der Berg runter zum Schäfisberg und die Hohle Gasse und ist sehr stark in seinen Erinnerungen versunken gewesen. Noch ganz kurz, wie wir noch einen anderen Abschnitt über die Meldegg, der mich sehr schön dünkt. Es ist der Ort, wo es mir am wohlsten ist, wo Herz, Gemüt und Körper die Entspannung finden und nicht mehr weiterdenken. Ist doch die Meldegg der Ort, wohin meine Gedanken von Amerika aus, vom fernen Palästina und von Budapest aus immer hinflogen. Sogar als die Bombeneinschläge den finsteren Luftschutzkeller erschüttern ließen, tauchte in der Fantasie die Meldegg und der Wunsch, dort sein zu dürfen,
auf. Ich danke euch vielmals. Es hat sich bei mir Herr Jürg Niederer gemeldet. Wir bleiben bei der Schriftsprache. Ich verstehe, dass Agnes sehr im Herzen angetan war, dass sie auf Mundart umstellte. Wenn man etwas von Herzen sagen will, dann sagt man es Mundart in seiner Muttersprache. Es ist bei mir, Herr Jürg Niederer hat sich gemeldet, ein Verwandter von Karl Lutz. Er war federführend bei den Bemühungen um die Nobelpreisverleihung an Karl Lutz, die aber leider nicht zustande kam. Herr Niederer besitzt noch zwei bedeutende Urkunden von Karl Lutz, die er heute der Präsidentin der Karl-Lutz-Gesellschaft, Agnes Hirschi, übergeben will. Bitte, Herr Niederer. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte diesen Anlass nutzen, zwei Dokumente von Karl Lutz in sichere Hände zu übergeben und erklären, weshalb ich in deren Besitz bin. Mein Name Jürg Niederer, der heute geehrte Karl Lutz war der Bruder meiner Großmutter, weshalb ich schon als Jugendlicher regen Kontakt mit ihm hatte und bereits damals von seinen Erzählungen und seinem Engagement tief beeindruckt war. Dies veranlasste mich, den Versuch zu unternehmen, ihn für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen. Für dieses Vorhaben konnte ich meinen damaligen Klavierlehrer am Seminar Rorschach, Professor Gyula Váci, der aus Budapest stammte, gewinnen. Wir kontaktierten namhafte Persönlichkeiten und erhielten ausdrückliche Unterstützung, unter anderem vom damaligen CDU-Vorsitzenden Rainer Barzel, von Historiker Golo Mann, US-Außenminister Henry Kissinger und Golda Meir, Ministerpräsidentin von Israel. Bundesrat Kurt Furgler hat Karl Lutz schließlich im Namen der Schweiz vorgeschlagen. Karl Lutz hat es damals unter die ersten 5 von insgesamt rund 50 Bewerbern geschafft, ist in der Endauswahl aber leider ausgeschieden. Ich hätte es ihm sehr gegönnt, wenn er die zahlreichen Ehrungen der letzten Jahre zu Lebzeiten hätte erfahren können. Damit komme ich auf die beiden Urkunden zu sprechen. Unter anderem aus Dankbarkeit für meinen Einsatz hat mir die Schwester von Konsul Lutz, Emma Lutz, nach dem Tod ihres Bruders 2 Originalurkunden anvertraut, die ich nun Agnes Hirschi übergeben möchte. Es handelt sich einerseits um die Urkunde über die Erteilung des Ehrenbürgerrechts von Walzenhausen. Es steht hier: Der Gemeinderat von Walzenhausen ernennt durch diese Urkunde Herrn Charles Lutz in Anerkennung und Würdigung seiner großen humanitären Tätigkeit während des Zweiten Weltkriegs zum Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde Walzenhausen. Datiert am 1. August 1963, unterzeichnet von Ernst Fitzdum, Gemeindehauptmann. Hier für dich, Agnes. Danke dir. Das ist großartig. Die zweite Urkunde wurde 1955 vom Schweizerischen Bundesrat ausgestellt und hält fest, dass Karl Lutz zum Schweizerischen Konsul in Bregenz ernannt wird. Zum zweiten für dich, Agnes. Ich danke vielmals. Danke für die Aufmerksamkeit. Auch diese beiden Dokumente kommen ins Archiv für Zeitgeschichte an der ETH in Zürich.
Dort wird der gesamte Nachlass von Karl Lutz verwaltet. Jetzt habe ich die große Freude, Frau Jutta Berger das Wort zu geben. Frau Berger kommt vom Jüdischen Museum von Hohenems. Sie wird sich äußern zum Thema Erinnern heute. Schönen guten Tag. Danke, liebe Menschen in Walzenhausen. Danke, dass Sie erneut an Karl Lutz erinnern. Einen Menschen, der, obwohl selbst in seiner Existenz gefährdet, Mut zeigte. Zivilcourage, die uns heute so sehr fehlt. Ich danke im Namen des Jüdischen Museums Hohenems, seines Teams, seines Trägervereins, seines Förderkreises. Karl Lutz war ein Mensch, der den Mut hatte, sich zu widersetzen. Der, obwohl er selbst zu den Privilegierten gehörend, Widerstand leistete. Gegen ein mörderisches politisches System, gegen einen Zeitgeist der Ausgrenzung und Selbsterhöhung. Wir dürfen nicht müde werden, an Menschen wie ihn zu erinnern. Als Beispiel, als Mutmacherinnen für die junge Generation. Denn die Zeichen der Zeit stehen wieder auf Ausgrenzung, auf Hass und auf Hetze. Juden raus, schreit eine Meute schwarz gekleideter Menschen. Sie tragen Fahnen mit Hakenkreuzen, SS-Uniformen, haben NS-Symbole tätowiert. Nein, das war nicht vor 80 Jahren. Es ist der 9. Februar 2019 in Budapest. Mehrere tausend Männer und Frauen aus ganz Europa begehen in Budapest den Tag der Ehre. Seit 1997 feiern in Ungarn Neonazis die deutsche Wehrmacht mit wachsendem Zulauf. Und Europa schaut zu. Diese Nachrichten, diese Zeitungs- und Fernsehbilder gespenstiger Aufmärsche, sie dürfen uns nicht abstumpfen, nicht mutlos machen. Im Gegenteil, unsere Reaktion muss couragiertes Handeln sein. Überall dort, wo Fremdenhass und nationalistische Überheblichkeit zum Alltag werden, wo Grenzzäune und Mauern errichtet werden, wo Regierungen wie bei uns in Österreich dem Rechtsstaat das Fundament entziehen wollen. Biografien wie jene von Karl Lutz sollen uns Ermutigung sein. Nehmen wir uns ein Beispiel. Danke, Frau Hirschi, dass Sie nicht müde werden, an seine Taten der Menschlichkeit zu erinnern. Was in der Würdigung von Karl Lutz oft zu kurz kommt, ist die Tatsache, dass er damals in Budapest nicht nur aus einer christlich-humanistischen Haltung heraus gehandelt hat, sondern aus einem Glauben methodistischer Prägung. Karl Lutz, ein Methodist. Wir hören den Karl-Lutz-Kenner und Methodistenpfarrer Ueli Frey aus Fläsch. Liebe Karl Lutz Familie, zu jedem Porträt von Karl gehört der Verweis auf seine christlich-humanistische Gesinnung. Der Ausdruck ist etwas vage, doch kann sich jeder etwas darunter vorstellen. Wenn man die Dinge genauer fassen will, dann sagt man auch, Karl Lutz, ein Methodist. Diese Bezeichnung ist eindeutig, da können sich die wenigsten etwas darunter vorstellen. Deshalb bin ich als methodistischer Pfarrer und Leiter unseres Europaarchivs gebeten worden, diesen Hintergrund etwas auszuleuchten. Mit Methodismus
wird die Kirchenfamilie bezeichnet, die in England im 18. Jahrhundert aus dem Wirken der anglikanischen Pfarrer John und Charles Wesley entstanden ist. Gerade John ist ein ausgeprägter Kopfmensch und versucht, auch das geistliche Leben nach Plan oder eben methodisch anzugehen. Aus dieser Praxis heraus ist der Name Methodismus entstanden. Beim Lesen von Luthers Vorreden zum Römerbrief im Jahre 1738 fühlt John ein seltsam erwärmtes Herz und gewinnt neue Einsichten. Jetzt geht es nicht mehr um sein Seelenheil, sondern um die Menschen, die in der beginnenden Phase der Industrialisierung des Landes viel Arbeit, aber wenig Rechte haben. Statt in der Kirche predigt er im Freien vor Kumpeln der Bergwerke oder Arbeitern der Fabriken. Interessierte treffen sich wöchentlich in den Wohnungen zum Lesen der Bibel und zum Gebet. Wesley reist bis zu seinem Tod im Jahre 1791 mit dem Pferd durch ganz England, um sein Anliegen wachzuhalten, den christlichen Glauben in den persönlichen Alltag hineinzunehmen und gleichzeitig der Welt das zu geben, was sie braucht. Daraus entsteht in England eine kirchliche Erneuerungsbewegung, die auch manche soziale Not lindert. Im 19. und 20. Jahrhundert wird daraus eine weltweite Kirche, die insbesondere die 1784 unabhängig gewordene USA religiös prägt und auch viel vom amerikanischen Optimismus übernimmt. Um 1850 kommen Auswanderer aus den USA nach Europa zurück. Sie haben in den methodistischen Gemeinden Glaubenserfahrungen gemacht, die sie mit ihren Landsleuten in der alten Heimat teilen möchten. Das Interesse an dieser Art der Verkündigung ist groß, groß ebenfalls der Widerstand, auch aus den Reihen der Landeskirchen. Im deutschsprachigen Raum läuft der Aufbau von Gemeinden über den Ein- und Auswandererhafen Bremen. Dank der Linie Bremen, Frankfurt, Stuttgart, Zürich wird in rascher Folge die methodistische Verkündigung ausgebaut. In der Ostschweiz wird im Jahr 1861 im März in St. Gallen im Hause des Kantonsschullehrers Professor Bertsch an der Neugass die erste Predigt gehalten. Und im unteren Rheintal wird Rheineck der wichtigste Standort der methodistischen Arbeit. Eine Statistik aus dem Jahre 1875 hält fest, dass von Rheineck aus an 14 weiteren Predigtplätzen Gottesdienste gehalten werden. Bis nach Altstetten hinauf und nach Vorarlberg wird versucht, Fuß zu fassen und Menschen unter der methodistischen Kanzel zu sammeln. Auch hier im Appenzeller Hügelland hinterlässt diese Glaubensrichtung ihre Spuren. Denn die Mutter von Karl Lutz, Ursula, sorgt dafür,
dass sich die Familie der Methodistenkirche anschließt. Es ist verbürgt, dass ab 1902 hier in diesem Haus regelmäßige Versammlungen stattgefunden haben. Dies in Verbindung mit der Muttergemeinde in Rheinig. Über diese Versammlungen heißt es später, es ging nur schwer und langsam vorwärts. Oft schien es, als würde dieses kleine Lichtlein auf Bergeshöhe wieder erlöschen. Doch bis auf den heutigen Tag, die Notiz ist im Jahre 1931, erhielt es der himmlische Vater zum Segen der dortigen Umgebung. In der Tradition der Methodistenkirche stehen bei solch gemeinschaftlichen Treffen drei Themen im Vordergrund: Gutes tun, Böses meiden und die Gnadenmittel gebrauchen. Mit diesem Ausdruck wird in der methodistischen Theologie alles bezeichnet, was einem das Heil in Christus bewusst macht. Das Lesen der Bibel, der regelmäßige Besuch des Gottesdienstes, die Teilnahme am Abendmahl und das gemeinsame Singen. Um die Jahrhundertwende erklingen dabei stets die alten Heilslieder, die uns zum Beispiel das Lied Amazing Grace oder auch den Liedvers Welch ein Freund ist unser Jesus bekannt sind. Mutter Ursula muss diese schlichten, aber auch gefühlsvollen Heilslieder sehr geliebt haben, hat sie doch eigene Liedtexte in diesem Stil verfasst. Dieses religiöse Umfeld, das neben seinem unbestrittenen familiären Charme auch durch eine gewisse Enge bestimmt ist, prägt die Kindheit und den weiteren Lebensweg von Karl Lutz. Er bleibt der Methodistenkirche ein Leben lang verbunden und spricht jeweils bewusst von unserer Kirche. 1913 wanderte er in die USA aus und am methodistischen Warrenton College in der Nähe von St. Louis kann er 1917 und 18 seine bisher weitgehend autodidaktisch angeeignete Bildung vervollständigen. Hier scheint er auch die anerzogene puritanische Lebensweise zu hinterfragen. Zum Leidwesen seiner Mutter übernimmt er zunehmend amerikanische Sitten, gewinnt aber auch an sicherem Auftreten und tritt dann in den diplomatischen Dienst ein. Als Karl Lutz im Spätherbst 1934 nach Europa zurückkehrt, ist aus dem zurückhaltenden Jüngling ein gestandener Berufsmann geworden, der seine Stärken und Schwächen kennt. Auch Europa ist bei seiner Rückkehr nicht mehr dasselbe. Die früheren Monarchien sind verschwunden, zweifelhafte Regimes ergreifen die Macht. Er bleibt im diplomatischen Dienst, den er freilich oft etwas weiter fasst als sein Arbeitgeber, der schweizerische Staat. Er erfüllt nicht nur die ihm übertragenen Aufgaben, sondern nutzt den Spielraum seines Amtes auch dazu, Menschen in Not uneigennützig zu helfen. Sein Einsatz für die jüdische Bevölkerung in Budapest 1942
bis 1944 ist dafür das beste und fast unübertreffliche Beispiel. Ohne viele Worte hat Karl Lutz das umgesetzt, was hier in seinem methodistischen Elternhaus als Heil besungen und in Budapest als christlich-humanistisches Handeln in die Geschichte eingegangen ist. Besten Dank. Auf besondere Art hat man sich kürzlich im Bundeshaus an Karl Lutz erinnert. In Würdigung unseres heutigen Anlasses hat Ständerat Andrea Garoni den Bundesrat Ignazio Cassis gebeten, ihm das Sitzungszimmer Saal Karl Lutz im Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten im Bundeshaus West zu zeigen, damit er als Garoni, als Ausserrhoder Standesvertreter überprüfen könne, ob es tatsächlich noch existiert und in Ehren gehalten wird. Dem ist so. Bundesrat Cassis und Ständerat Garoni schicken uns dieses Bild als Gruß aus Bern. Nun haben wir die große Freude, den Vertreter des Regierungsrates des Kantons Appenzell-Ausserrhodens, Regierungsrat Köppi Frey, unter uns zu haben. Gerne übergebe ich ihm jetzt das Wort. Bitte. Herr Kantonsratspräsident, Herren Kantonsräte, Damen und Herren Gemeinderäte, Herren Altlandermänner. Nach diesem Begrüßungsritual wird deutlich, dass staatliche Institutionen und deren Repräsentanten wichtig sind. Karl Lutz diente für diese Institutionen. Er wusste, was staatliches Recht bedeutet. Frau Hirschi, meine Damen und Herren, wenn sich Karl Lutz einst genau an Vorschriften, Regeln und Weisungen gehalten hätte, dann wären wir heute nicht hier. Um ihn zu ehren, um seiner zu gedenken. Wir würden uns nicht an ihn erinnern. Vizekonsul Karl Lutz war eine komplexe Persönlichkeit. Wir wissen nicht genau, was ihn angetrieben hat. Bei Nachforschungen würde man wohl auf Widersprüchliches stoßen, wie bei allen Menschen. Etwas wissen wir von Karl Lutz aber ganz genau. Damals, 1944 in Budapest, da hat er das Richtige. Nicht das, was seine Vorgesetzten in der Schweiz als richtig ansahen, aber das, was aus heutiger Sicht moralisch, menschlich richtig und nötig war. Wären Sie und ich dazu auch in der Lage? Wenn wir uns in jene bedrohlichen Zeiten zurückversetzen, vielleicht eher nicht. Wir können es nicht wissen, aber wir wissen, mutige, kühne, selbstlose wie Karl Lutz gibt es nicht sehr viele.
Wir können nicht wissen, was die Herausforderungen zur Zeit des Zweiten Weltkrieges bestanden haben. Wir können uns nicht wirklich vorstellen, was es damals hieß, für die Verfolgten des Naziregimes einzutreten. Das Handeln von uns Menschen ist oft von Bedenken, manchmal von Angst bestimmt. Wir exponieren uns eher nicht so gerne. Manchmal wird gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Karl Lutz überwand, unterstützt von seiner Frau Gertrud Lutz-Fankhauser und verschiedenen weiteren Helferinnen und Helfern, Ängste, Sorgen, Zweifel. Aus welchen Gründen und Motiven auch immer. Er schaute nicht weg als Zeuge der grausamen Jugendverfolgung. Er schaute nicht weg wie die meisten seiner Zeitgenossen. Und er schaute nur nicht weg, er kannte seine Chance, die er Kraft seines Amtes, um zu handeln. Sein Handlungsspielraum war klein. Und er versuchte, das Größtmögliche daraus zu machen. Er setzte seine diplomatische Karriere, ja sogar sein eigenes Leben und das der Seinen aufs Spiel, um menschlich zu handeln. So gelang es ihm und seinen Helferinnen und Helfern, die Deportation von mehreren 10.000 ungarischen Jüdinnen und Juden zu verzögern und sie dadurch in den letzten Monaten des Krieges vor dem sicheren Tod zu bewahren. Dafür zahlte er einen hohen Preis, denn er wurde zunächst nur halbherzig gelobt, was ihn verbitterte. Er wurde zu Lebzeiten beinahe vergessen, was ihn traurig machte. Wir müssen als Bürgerin, als Bürger einer Demokratie wissen, was es manchmal nicht reicht, sich einfach an Gesetze und Vorschriften zu halten. Einfach das tun, was alle tun. Manchmal wäre und ist es nötig, dem Gewissen zu folgen. Ganz nach dem Motto von Karl Lutz, der einmal gesagt hat, das Recht auf Leben ist stärker zu gewichten als das bestehende geschriebene Recht. Ja, wenn das jeder machen würde. Wir leben heute in einem Rechtsstaat. Das ist zu vergleichen mit der Situation, mit der Karl Lutz damals konfrontiert war. Aber ich glaube, dass Karl Lutz uns auch heute als Vorbild dienen kann. Zivilcourage an den Tag zu legen ist nie falsch. Auch dann nicht, wenn man dafür nicht gelobt wird, wenn man ohne Rückendeckung handelt. Deshalb danke ich Ihnen im Namen des Regierungsrates von Kanton Appenzell-Ausserrhoden dafür, dass Sie sich nun auch hier in seiner Heimat Walzenhausen dafür einsetzen, die Erinnerung an Karl Lutz wachzuhalten. Er ist ein Vorbild, wie man in schwierigen Zeiten das Richtige tun kann. Herzlichen Dank. Wie gibt man das Vermächtnis von Karl Lutz an die nächsten Generationen weiter? Wir hören in einem kurzen Beitrag den Präsidenten der Lehrerinnen und Lehrer unseres Kantons, Michael Weber aus Walzenhausen, zum Thema Karl Lutz im Volksschulunterricht. Geschätzte Kantonsräte, geschätzte Regierungsräte, geschätzte Gemeindevertreter, sehr verehrte Frau Hirschi, geschätzter Herr Keller, lieber Adrian, liebe Gäste aus nah und fern, gerne überbringe ich Ihnen die besten Grüße und Wünsche des Ausserrhodischen Lehrerverbandes. Herr Keller hat mir 3 Minuten zur Vorgabe gegeben, zu reden. Der Regierungsrat Frey hat gesagt, wie man mit Vorgaben umgehen soll. Ich hoffe, mich daran zu halten. Ich selber habe keinen direkten Bezug zu Karl Lutz, wohl aber mein Großvater, der denselben Nachnamen trägt, der in derselben Gemeinde aufgewachsen ist, dessen Vorname ebenfalls mit C anfängt, derselbe Jahrgang hat und dieselben Schulen besucht hat. Ich weiß nicht, was die Jungs, diese Knaben damals in ihrer Freizeit angestellt haben. Haben sie Französischwörtchen repetiert
Oder sind sie im Wald, in den Wald gegangen, haben eine Niele angezündet, das wissen wir nicht. Sicher ist, der Meldeck-Wald lädt zu beidem ein. Wo finden wir Karl Lutz in den Lehrplänen? Das Judentum und der Zusammenhang mit dem Christentum befindet sich im Fach Räume, Zeiten, Gesellschaften. Dort erfahren wir sehr vieles, was die Lehrer zu tun haben, wie sie die Judenverfolgung zu vermitteln haben. Einerseits und andererseits erfahren wir im Fach Lebenskunde, in Ethik, Religion und Gemeinschaften etwas, was auch Aufgabe der Schule ist, nämlich Schülerinnen und Schüler zu erziehen zu selbstständigem Denken, aber nicht nur zu selbstständigem Denken, sondern auch zu selbstständigem Handeln. Ich wünsche mir, dass unsere Schulen diese Schülerinnen und Schüler vorbringt, die so handeln im Sinne von Karl Lutz. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wer auf dem Themenweg Appenzeller Friedensstationen von Walzenhausen nach Heiden wandert, begegnet auch Karl Lutz. Der Präsident des Vereins, der diese Stationen betreut, ist Hans-Jörg Ritter aus Heiden. Gerne übergebe ich ihm das Wort. Liebe Agnes Hirschi, geschätzte Anwesende, der am 25. März eingeweihte Weg Appenzeller Friedensstationen ist ein spezieller Wanderweg. Es ist ein Weg der Humanität. Auf diesem Weg werden 10 Persönlichkeiten geehrt, die sich in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und an verschiedenen Orten auf dieser Welt mit Zivilcourage und unter Eingehung großer persönlicher Risiken für ihre Mitmenschen eingesetzt haben. Das Ziel der Friedensstationen ist es, die Persönlichkeiten und deren humanitäres Wirken für unsere Generation und die Jugend nachhaltig in Erinnerung zu rufen. Sie soll ein Vorbild für humanitäres Wirken sein. Um dieses Ziel erreichen zu können, werden aktuell zusammen mit Iraskotis Themen visualisiert, elektronische Informationsvermittlungskonzepte entwickelt, mit dem sich dann Lehrende und Schüler mit den humanitären Werken der geehrten Persönlichkeiten befassen können. Sie sollen erkennen, dass es auch in ihrem eigenen Leben Situationen geben kann, in denen Zivilcourage gefragt und der persönliche Einsatz für humanitäre Aktionen notwendig sind. Zum Informationsmaterial gehören auch Tablets, auf denen Bilder, Dokumente, Filme abgespeichert werden können. Dazu gehört auch ein Rucksack, in dem sich Unterlagen befinden zu den einzelnen Stationen. Bei der Station von Karl Lutz gehört selbstredend auch eine Schutzbriefkopie dazu. Ohne die Verdienste der anderen 9 Persönlichkeiten, unter denen sich auch der Rotkreuzgründer Ari Düna, der Vater der Armenier Jakob Künzler oder Paul Fock, der Gründer des Sonnenblicks, befindet, zu schmälern, darf Karl Lutz als eine ganz besondere Lichtgestalt erwähnt werden. Denn dank seinem Handeln, das jetzt von
verschiedenen Vorrednern angesprochen wurde, hatte er das Resultat, dass er mehrere 10.000 jüdische Mitmenschen vor der Deportation in Konzentrationslager retten und ihnen die Flucht in die Freiheit ermöglichen konnte. Dass er dabei die Grenzen der damaligen Rechtmäßigkeit und persönlichen Kompetenzen überschritt und sich damit selbst in Gefahr brachte, das nahm er ganz bewusst in Kauf. Die heutige Einweihung der Gedenktafel hier an diesem Geburtshaus ist für den Verein, für uns alle, ein ganz besonderer Freudentag. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich habe Pfarrer Klaus Stahlberger als Abschluss der Reden um ein geistliches Wort gebeten. Anschließend wird Pfarrer Eugen Wehrli noch ein Grußwort an uns richten. Liebe Frau Hirschi, liebe Gäste, was ihr einer meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, das sagt Jesus in der Überlieferung des Evangelisten Matthäus im Gleichnis vom großen Weltgericht. Das Gleichnis gibt Antwort auf die Frage, welche Konsequenzen hat unser Verhalten im Alltag im Blick auf Gott? Im Gegenüber Gott erkennen, das ist ein wunderbarer, hilfreicher Gedanke oder eine Mahnung für unseren Umgang mit unseren Mitmenschen. Und es ist ein im Judentum tief verankernder Glaubenssatz. Er besagt, wenn Gott uns zu seinem Gegenüber oder eben Ebenbild geschaffen hat, dann begegnet er mir im Nächsten. Insbesondere im leidenden, bedürftigen, bedrohten Menschen. Gott selber begegnet mir dort. Und wenn ich am Menschen vorbeigehe, dann lasse ich auch Gott links liegen. Im Leben von Karl Lutz und der von ihm geleiteten Rettungsaktion spiegelt sich das tausendfach wider. Gott war nicht abwesend in Auschwitz, er wurde selber geschunden und ermordet. Karl Lutz hat da ein Zeichen gesetzt, an das wir immer wieder erinnern sollen. Wir wissen nicht, wie viele gerettete Juden, Männer, Frauen und Kinder ihn danach nach der Rettung in ihr Gebet eingeschlossen haben aus Dankbarkeit. Für Juden ist es wichtig, Gott zu loben, auch in den schrecklichsten Momenten des Lebens, angesichts des Todes oder der Verfolgung. Und das findet sich einem der wichtigsten Gebete im Judentum. Es heißt dort, erhoben und geheiligt werde sein großer Name auf der Welt, die nach seinem Willen von ihm erschaffen wurde. Sein Reich soll in eurem Leben und in eurigen Tagen und im Leben des ganzen Hauses Israel schnell und in nächster Zeit erstehen. Die Fülle des Friedens und des Lebens möge vom Himmel herab auf uns und ganz Israel zuteil werden. Der Frieden stiftet in seinen Himmelshöhen, stifte Frieden unter uns und ganz Israel. Ose, Shalom, Bim Romav, Hube Maracha, Yaaseh Shalom Aleinu, Ve'alkol Yisrael im Ru. Amen, so heißt dieses Gebet. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Liebe Frau Hirschi, liebe Anwesende, wer auch nur ein einziges Leben rettet, der rettet die ganze Welt. Wer auch nur ein einziges Leben rettet, der rettet die ganze Welt. Diesem Satz aus dem Talmud bin ich zum ersten Mal begegnet, als ich Schindlers Liste gesehen habe. Steven Spielbergs Film über Oskar Schindler, der 1000 Juden vor dem Holocaust rettete. Dieser Film hat mich vor 25 Jahren sehr beeindruckt. Es berührt mich sehr, dass ein Schweizer, geboren hier in Walzenhausen, Oskar Schindler noch bei weitem übertrifft. Karl Lutz rettete mehrere 10.000 Juden. Bei Wikipedia kann man nachlesen, 62.000 ungarische Juden wurden durch ihn vor dem Holocaust gerettet. Er erreichte das, indem er als Vizekonsul von Budapest Schutzpapiere und Schutzpässe für Juden ausstellte, die nach Palästina auswandern wollten. Karl Robert Lutz legte seine Stellung als Vizekonsul in die Waagschale, um Menschen das Leben zu retten. Er ist für mich ein Leuchtturm in einer Zeit größter Unmenschlichkeit, ein beeindruckendes Beispiel für Zivilcourage. Es ist höchste Zeit, dass wir für ihn eine Gedenktafel setzen, dass er geehrt wird mit dieser Gedenktafel. In Jerusalem an der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem wurde er 1963 als Gerechter unter den Völkern geehrt. In der Schweiz kam seine Rehabilitation erst 1995. Und im Brockhaus-Lexikon aus dem Jahre 1996 habe ich keinen Eintrag über Karl Lutz gefunden. Wenn ich das nächste Mal in Jerusalem bin, dann werde ich in Yad Vashem den Gedenkbaum für Karl Robert Lutz aufsuchen und seine erste Frau Gertrud Lutz Fankhauser. Und auf dem Berner Bremgartenfriedhof werde ich gemäß dem jüdischen Brauch einen Stein auf sein Grab legen. Wer auch nur ein einziges Leben rettet, der rettet die ganze Welt. Danke. Jetzt ist der Moment gekommen des Dankes. Zuerst gebe ich das Wort Rolf Kellenberger, dem heutigen Besitzer und Bewohner des Geburtshauses von Karl Lutz. Er wird kurz zu uns sprechen. Für uns, für die ganze Familie, ist natürlich sehr, sehr eine grosse Ehre, dass wir da die Tafel hier am Haus dürfen, haben von Karl Lutz. Ich glaube, wir dürfen richtig stolz sein, dass das da ist. Ich möchte hier dabei der Frau Hirschi, der Stiftung Karl Lutz, natürlich auch Madeleine Köller und allen, die da involviert sind, irgendwie, recht herzlich danken. Womit wünsche ich allen einen schönen Tag. Danke. Mir ist es ein ganz großes Anliegen, dir, Rolf Kellenberger, ganz herzlich zu danken, dass du dir so spontan vorstellen konntest, dass an deinem geschichtsträchtigen Haus in Zukunft diese Gedenktafel hängt. Herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Dann danke ich allen Rednerinnen und Rednern für ihre interessanten und aufschlussreichen Beiträge, den Alphornbläser für ihre ergreifenden Klänge, Doris Bisqualm für die schön gefertigte Einhüllung der Gedenktafel, Erika Giger und Dani Biermann für das Einweisen der Autos auf die Parkplätze, die uns verschiedene Grundeigentümer zur Verfügung gestellt haben, Hanna Keller für das Fotografieren des Anlasses, der Stiftung Sonneblick die Infrastruktur und Arbeitszeit von mir zur Verfügung stellte, all denen, die diese Feier finanzieren, den Medienleuten für ihre Berichterstattung und Ihnen allen, die heute zu dieser Feier gekommen und hoffentlich auch etwas ermutigt worden sind. Herzlichen Dank.
Regierungsrat Frei hat mir ein Zeichen gegeben, dass er sich mit Frau Hirschi nochmals melden möchte. Ja, liebe Festgemeinde, eben wie gesagt, außerhalb des Protokolls nochmals zusammen mit Frau Hirschi einen kurzen Auftritt. Sie haben mitbekommen, wie jetzt verschiedene Dokumente übergeben worden sind, präsentiert worden sind. Ich habe zusammen mit Frau Hirschi auf diesem Bänkle einen ganz speziellen Moment mitbekommen, den Sie wahrscheinlich nicht mitbekommen haben. Urs Niederer hat ihr im Laufe dieser Stunde etwas ganz Spezielles zugesteckt. Und ich bitte Sie, das hervorzunehmen. Alle, die einmal Militärdienst gemacht haben, wissen, was dieser Grabstein bedeutet, dass man ihn auf sich trägt und was es bedeuten würde, wenn ein Teil abgebrochen wird. Und ich habe gespürt, und darum noch nochmals das Wort, wie die Emotionen bei Frau Hirschi, eine ganz starke Energie ist ausgestrahlt worden, als sie diesen Grabstein so bekommen haben. Und ich bin der Meinung, das ist so eine wichtige Zeitzeugnis auch, dass Sie das auch mitbekommen dürfen. Schön, dass Sie das jetzt in Ihren Händen tragen dürfen. Nun wünsche ich Ihnen allen eine gute Heimreise. Es war mir ein besonderes Bild, dass dieser Verkehr hier zirkuliert ist. An Karl Lutz erinnert man sich im Alltag und nicht einfach an schönen Feiern. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gut heimkommen. Das Postauto für die, die mit dem ÖV gekommen sind, fährt um 11.26 Uhr Richtung Bahnhof. Weil sich so viele zum Apéro angemeldet haben, können wir uns aus Platzgründen anschließend nicht im Restaurant Bahnhof treffen, sondern wir treffen uns im Foyer der Mehrzweckanlage. Fahren Sie Richtung Dorf. Kurz nach der Kirche werden wieder Einweisposten Ihnen Parkplätze zuweisen. Diese befinden sich alle in der Nähe des Foyers der Mehrzweckanlage. Nun genießen wir zum Abschluss unserer Feier nochmals die wunderbaren Klänge unserer Alphorn-Gruppe Seeblick. Wollen von dir machen.